Und welches ist es? Vorletztes Stockwerk, hinten rechts. Und wie kommen wir da hoch? René, wir kommen nicht hoch, wir kommen runter. Ah ja, richtig. Und du meinst, die lassen das zu? Wenn du nicht wieder einen Fehler machst? Mein Gott, es tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. 100 Mal habe ich dir gesagt, wie wichtig dieser Zeitplan ist. Und habe ich angerufen? Ja, du hast mich angerufen. Ich habe angerufen, um mich zu entschuldigen, dass ich später komme. Wenn wir oben sind, wenn sie kommen. Ich habe eben gedacht, morgen wird die Zeit umgestellt. Wir ziehen das jetzt durch und aus dem Haus, hm? Was auch immer Sie vorhaben, der Kerl schreckt vor nichts zurück. Sie gehen jetzt da rein und machen das, was wir gesagt haben, hm? Wird schon, hm? Okay. Ich nehme an, du hast dich damit vertraut gemacht, wie man so ein Ding fährt. Na, hör mal. Was machst du denn? Das muss ein anderes Modell gewesen sein. Es ist alles in Ordnung. Der Kollege hier ist neu. Mach so einen Fehler und wir können einpacken. Oh, da kommt Omari. Das ist es. Stopp. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Gut, runter. Eins, zwei. Ich traue dem Kerl nicht. Vielleicht hat er eine Waffe. Selbstverständlich gecheckt, er ist sauber. Oder ist er verdrahtet? Verdrahtet? Mit einem Funkkontakt nach draußen. Ich regle das. Hörst du? Da kommt jemand. Das muss er sein. Fahr ein bisschen höher. Was ist denn das für ein Schrott hier? Das muss mal dringend gewartet werden. Wir sind doch nicht lebensmüde. Wir werden uns beschweren. Ja. Nee, das Mikro ist abgerissen. War hoch. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Herr Konsul ist sehr gespannt auf das, was Sie zu sagen haben. Nach Ihnen. Gut. Normalerweise haben Diebe wie Sie keinen Zutritt zu meinem Büro. Was gibt's? Entweder Sie kommen jetzt rüber mit Ihrer wichtigen Mitteilung oder Sie fliegen raus. Wir können
wenn sie es wagen. Kein gutes Benehmen, Dr. Omari. Ich werde gegen Sie vorgehen. Das schwöre ich Ihnen. Nach wirklich? Und wie wollen Sie beweisen, dass Sie mir das Amulett gegeben haben? Ich war hier in Ihrem Büro. Ich habe Ihnen das Amulett gegeben. Er hat es gesehen. Sind Sie wirklich so naiv, Dr. Omari? Mein Assistent ist Zeuge, dass Sie hier waren, um uns zu melden, dass das Amulett im Institut spurlos verschwunden ist. Dass Sie es mir gegeben haben, werden Sie niemals beweisen können. Sie Schwein. Ja, das Leben kann so ungerecht sein. Der Herr Konsul hat im Namen der Republika El Parador bereits Anzeige erstattet. Unterschlagung nationalen Kulturguts. Das Institut soll Ihnen bereits gekündigt haben. Stimmt das? Na also. Und sowas nennt sich Konsul. Also jetzt reicht's uns. Schluss, aus, vorbei. Wir lehnen es ab, weiterhin mit so einem Gerät zu arbeiten. Das ist lebensgefährlich. Sagen Sie Ihrem Vorgesetzten oder wem auch immer, dass unsere Firma nicht mehr zur Verfügung steht. Auf Wiedersehen. Und? Du hattest recht, Omari ist unschuldig. Die Frage ist nur, wie können wir es beweisen? Na damit. Andrea, ein Tonband mit einem illegal abgehörten Gespräch. Wird vom Gericht nicht akzeptiert. Genau. Ja. Warte mal. Herr Kerner? Mein Chefredakteur. Oh Mann, das habe ich dir doch schon x-mal erklärt. Also, Omari hat das Amulett in einer Mumie gefunden und es sofort dem Konsul übergeben. Nein, er hat keine Quittung dafür, das ist doch das Problem. Wie, das ist keine Story. Du mich auch. Es hat nicht funktioniert. Ich glaube, er hat's durchschaut. Was sollte das Ganze? Ich habe ihm das Amulett gegeben. Er hat's gesehen. Sind Sie wirklich so naiv, Dr. Omari? Mein Assistent ist Zeuge, dass Sie hier waren, um uns zu melden, dass das Amulett im Institut spurlos verschwunden ist. Dass Sie es mir gegeben haben, werden Sie niemals beweisen können. Ja, das Leben kann so ungerecht sein. Sagen Sie ihm, das Amulett ist einzigartig. Unter 500.000 gebe ich es nie her. Ja, danke. Danke, ich höre von Ihnen. Beim Chefredakteur ist die Sache zu heiß. Ein Tonband ist kein Beweismittel, also will er von der Sache nichts hören. Was ist, wenn wir dem Konsul das Amulett klauen? Das nützt Omari gar nichts. Wie soll er denn erklären, dass er das Ding plötzlich wieder hat, so hoppladihopp? Andrea hat recht. Wir klauen dem Konsul das Amulett und schieben es ihm dann wieder unter. Hä? Der Konsul gibt am Samstag diesen Empfang. Und da wird man das Amulett bei ihm finden. Also am besten die Polizei. Sehr gut. Wir klauen ein Amulett, von dem wir nicht wissen, wo es ist. Und jetzt? Omari hat doch gesagt, er hat einen Abguss angefertigt von dem Amulett. Für seine Forschungsarbeiten. Ja und? Die belgische Routine. Die belgische Routine. Kann mir mal jemand von euch erklären, was die belgische Routine ist? Wir bringen den Konsul dazu, uns zu zeigen, wo er das Ding versteckt hat. Und dafür brauchen wir unbedingt einen Abguss vom Amulett. Auf 0,1 Millimeter genau. Super. Wozu brauchen Sie das? Um dem Konsul eine Falle zu stellen. Ach so, hier. Die Kopie. Aber die behalten Sie nur für sich, okay?
Was machen Sie denn da? Jetzt, wo jemand nichts mehr verdient. Ein Bekannter hat uns angeboten, dass wir bei ihm im Wohnwagen hausen können. Das kommt überhaupt nicht in Frage in Ihrem Zustand. Unsere Zeitung, wir werden uns um eine Wohnung für Sie kümmern und die Miete übernehmen. Ich weiß gar nicht, wie wir Ihnen danken können, Frau Dr. Kerner. Mein Mann, wissen Sie, für uns steht so viel auf dem Spiel. Und wenn sein Visum nicht verlängert wird, dann wird er ausgewiesen. Und wir wissen ja nicht, was wir tun sollen. An wen sollen wir uns wenden? Mit wem sollen wir reden? Geben Sie mir ein bisschen Zeit. Glück, ich hau ab. Ja. Ich wollte dir noch sagen, ein Jahr ist so lang, du wirst mir total fehlen. Lukas? Sag mal, wie kannst du sowas bringen? Psst! Wie, ja, Bianca? Es war meine Mutter. Glaubst du, ich könnte sowas bringen? Keine Ahnung, wo Bianca ist. Doro, kommst du noch zu mir? Halbe Stunde? Wie kann der nur sowas bringen? Das gibt's doch gar nicht. Was? Wer? Mit dir, mein Lieber, rede ich überhaupt gar nicht. Mit dir nicht. Deine Meinung, die kenne ich. Na dann. Auf zwei Hochzeiten tanzen. Das hat er von dir. Von mir hat er das nämlich nicht. Wir Frauen sind anders. Du bist schuld, ja? Dein blödes Gequatsche. Lass dich den Jungen austoben. Lieber jetzt als später, wenn er Frau und Kinder hat. Diese dämlichen Theorien. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Hab ich dich gebeten, ihm ins Gewissen zu reden? Oder hab ich das nicht? Hä? Das? Nein. Lügner. Das hat er auch von dir, das Lügen. Nein, ich hab's nicht getan. Ja, und warum nicht? Weil du es nämlich richtig findest, wie er sich verhält. Sag's doch, sag's doch. Lukas fliegt weg, verdammt nochmal. Ist das der richtige Zeitpunkt, ihm eine Standpauke zu halten? Der Lukas wird sich schon beruhigen. Das Jahr in Amerika, das wird ihn erwachsener machen. Träum weiter. Danke. Als du mich geweckt hast, habe ich davon geträumt, dass du super nett zu mir bist. Hoffentlich finde ich den Anschluss. Mama, das kann ich doch alleine. Lass mich doch. Ach, Lukas. Ach, Mama. Mein Baby. Wer wird sich in Boston um dich kümmern, ha? Wer wird für dich kochen? Mama, ich gehe aufs College, da gibt's schon was zu futtern. Kannst dich wenigstens so tun, als wenn du mich vermissen wirst. Ach, Mama. Ja? So, Doro! Ja, natürlich habe ich deine Stimme erkannt. So, hier ist es. Das perfekte Gegenstück. Damit Monsieur le Consul sofort erkennt, die gehören zusammen. Sag Max, ich habe ihm das kleinstmögliche Mikrofon eingebaut. Wie soll das dann gehen? Das erklärt dir Max. Ist ein Wahnsinnsmikrofon. Man kriegt alles mit. Hör mal. Bist du verrückt?
Wir werden wissen, wie viele Türen er auf und zu macht. Durch wie viele Räume der Konsul geht, auf welchem Boden er steht, alles. Wollen wir es ausprobieren? Okay. Ich rufe dich an und sag dir, was du gerade tust, ja? Okay, du gehst vor die Tür. Ja. Andrea, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Bist du vor der Tür? Ja, bin draußen. Es kann losgehen. Andrea, du trittst auf der Stelle. Was soll das? Du bist ins Wohnzimmer gegangen. Stehst auf dem Teppich. Jetzt hast du dich hingesetzt. Auf den braunen Lederhocker. Super. Du gehst in die Küche zurück? Jetzt hast du das Teil abgelegt. Auf Metall. Stimmt. Super. Jetzt hast du was Rundes reingelegt. Das gibt's doch nicht. Jetzt liegt ein Stück Schaumstoff auf dem Amulett. Gelb mit grüner, kratziger Unterseite. Jetzt ist er. Oh, du Miststück. Wir treffen uns in 2 Stunden im Laden, ja? Ciao. Ich bin's. Grüß Gott, ich würde gerne den Herrn Konsul sprechen. Monsignore Brizzi, Nuntius des Apostolischen Stuhls. Nein, ich möchte Ihnen keine Stühle verkaufen. Ich bin der außerordentliche Gesandte. Sagen Sie dem Herrn Konsul einfach, ich bin ein Kollege. Mein Boss ist der Papst. Wie alt sind Sie, mein Kind? 20. Gut, also Papst. P wie PDD, A wie Anastasia, P wie Prodigy, S wie Shaggy und T wie Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Ja, ich warte. Es ist dem Konsul eine Ehre, Monsignore. Für Sie hat er selbstverständlich immer Zeit. Der Padre hat es in einer Gruft unter seiner Missionskirche gefunden. Die älteste in den Anden. Wir haben es im Vatikan untersuchen lassen. Und in der Tat, dieses Stück gehört zum Totenkult der Inkas, das, so Gottes Fügung es will, für 30.000 Pfund Sterling am nächsten Montag auf der Sotheby's-Auktion in London versteigert wird. London, England. Das Geld ist für den Aufbau von Padre Ramirez' Kirche bestimmt. Es ist bei weitem nicht so wertvoll wie das Kernstück, das allein über 400.000 bringen könnte, aber zusammen. Und nur zusammen. Sind sie weit über 1 Million wert. Er hat heute keinen Termin, Frau Kerner. Tut mir leid. Ich bleibe da, bis er mit mir redet. Also, wir haben erfahren, dass einer Ihrer Landsleute... Ungeheuerlich, was die Presse so von Sie gibt. Ich werde Sie verklagen. Ja. Wie auch immer, wir würden das Kernstück gerne Dr. Omari abkaufen. Natürlich nur, wenn es sich nicht um eine Fälschung handelt. Eine Fälschung? Naja, die beiden Teile müssten natürlich zusammenpassen, wie Yin und Yang, wie die Faust aufs Auge, wie der Deckel auf den Topf. Wie der Stecker in die Dose, wie der Nippel durch die Lasche, wie... Ich denke, seine Exzellenz hat verstanden. Ja. Zusammenpassen. Monsignor Padre, wir hoffen immer noch, dass uns Dr. Omari das Amulett endlich aushändigen wird.
Darf ich kurz ein paar Fotos davon machen? Für unsere Unterlagen. Bitte. Nur zu. Bis gleich. Ach, Herr González, ich wollte noch eine Stellung machen. Ich habe keine Zeit. Ziemlich kleines Zimmer. Safe. Rosebud und Kane. Auf Wiedersehen. Immer wieder gern. Monsignore Padre, ich bin ein gläubiger Christ. Und der Wunsch, ein Haus Gottes zu restaurieren, wie vom Padre, wie war noch Ihr Name? Prezzi. Ramirez. Ramirez. Prezzi ist mein Name. Sag ich doch. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Selbst wenn die zwei Teile zusammen über 1 Million wert wären, es handelt sich hier um nationales Kulturgut. Mein Land würde unter keinen Umständen einem Verkauf zustimmen. Aber ich gebe Ihnen für Ihr wunderschönes Artefakt 50.000 Euro. Und das mache ich im vollen Vertrauen, dass es sich hier um ein Original handelt. Gott segne Sie, mein Sohn. Ich könnte vielleicht bei der Auktion mehr. Vielleicht aber auch weniger, Padre. Ich denke, seine Exzellenz hat ein sehr faires Angebot gemacht. Das ist mehr als 30.000 Pfund. Ich würde mich sehr freuen, Sie beide zu unserem Empfang am Samstag einzuladen. Der Außenminister wird auch da sein. Für die Miete der Omaris. Das reicht ja für Jahre. Also, das Safezimmer. Dritte Tür rechts. Ja, aber die Sache hat einen Haken. Man kommt nur mit einer Codekarte rein. Mist. Also, wenn es dir was hilft, die Karte ist in seiner Brieftasche. Danke. Der Mann hat immer mindestens 2 Bodyguards um sich rum. Wie soll ich da in seine Brieftasche kommen? Über 1 Million. Ich fliege nächste Woche zu der Auktion nach London. Und wir sind endlich die Schulden bei Don Escobar los. Gratulation. Ach ja, die Sache Dr. Omari hat sich auch schon erledigt. Na endlich. Danke. Auf Wiedersehen.
Was ist? Ich muss das Land innerhalb von 3 Tagen verlassen. Wie bitte? Die Staatsanwaltschaft hat dem Auslieferungsantrag stattgegeben. Das kann doch nicht wahr sein. Omari hier. Ich möchte mit dem Konsul sprechen. Ach so, keine Zeit. Dann fragen Sie, ob er hören will, was ich in seinem Büro aufgezeichnet habe. Vielleicht hat er dann Zeit. Ich habe Ihnen das Amulett gegeben. Er hat es gesehen. Sind Sie wirklich allein, Dr. Omari? Mein Assistent ist Zeuge, dass Sie hier waren, um uns zu melden, dass das Amulett im Institut spurlos verschwunden ist. So, ich hoffe, Sie haben verstanden. Sie ziehen Ihre Anzeige zurück. Sie revidieren Ihre Aussage und ich spiele es übermorgen Abend nicht dem Außenminister vor. Natürlich nicht. Sie werden an ihn gar nicht rankommen. Das lassen Sie meine Sorge sein. Wie ist das möglich? Wirklich, ich kann mir das nicht erklären. Lass es wie Selbstmord aussehen. Auf was wartest du noch? Deine Scheckkarte. Naja, aber... Traust du mir nicht? Also, die Türkarte vom Konsul. Wahnsinn. Meine ganzen Zugangsdaten und so schnell. Ja, sag ich doch. 3 Sekunden. Dann steckst du sie in seine Brieftasche zurück und kommst mit dem Ding da zu mir. Nach weiteren 3 Sekunden hast du eine perfekte Kopie. Meine Scheckkarte. Damit gehe ich jetzt einkaufen. Hey. Wusste doch, dass du mir nicht traust. Also natürlich für die Wahl und wir werden nicht aufgeben, bis die Regierung einlässt. Sandra. Für dieses Jahr die Fangquoten senkt. Ja! Genau, wir werden den Hafen so lange besetzt halten, bis hier kein Trawler und kein Fischer mehr mit diesen Netzen rausfährt, in denen jedes Jahr so viele Tausende von Delfinen und Vögeln und Walen qualvoll verenden. Was hast du für ein Gesicht? Frau, Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Oh, mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin nur einer von vielen Menschen, der diesen Wahnsinn nicht mehr länger mitmacht. Und wir werden diesen Wahnsinn beenden. Okay, Leute, jetzt ist mir erlaubt, möchte ich einen kleinen Aufruf machen. Bitte spenden Sie. Jeder Cent zählt. Und Sie finden unsere Kontonummer auf unserer Webseite www.rettetdiewale.com. Jeder Cent zählt. Ja. Mama, Papa, wir müssen. Wir fahren schon. Hallo, wir kommen zu spät. Schon auf dem Weg. Gewaltmaßnahmen reagieren. Naja, das sind wir gewohnt, aber wir werden durchhalten. Kinder, wir halten durch. Ich möchte daran erinnern, dass der Flieger in 2 Stunden und 33 Minuten geht. Komm, Schatz, wir müssen. Werner? Max, ich bin's. Ich steig aus. Du steigst was? Ich gehe zu den Waldschützern. Ich werde Sandra unterstützen. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Na Max, nun komm doch endlich. René, wir sind mitten in einem Job. Hast du Dr. Omari vergessen? Was ist denn los? René will aussteigen. Nein, natürlich nicht, aber Sandra braucht mich. Und ich brauch sie. Wie bitte? Sandra braucht dich? Was soll denn der Scheiß? Mama, die Sicherheitsbestimmung. Ich soll die jetzt einchecken. Ja, wir kommen ja schon. Was hast du gerade gesagt? Mir ist eben schlagartig klar geworden, dass ich... Sandra, dass ich sie brauche. Also, ich fliege morgen nach Neufundland. René, pass auf, ich komme jetzt sofort zu dir. Ja, das wüsste ich aber. Unser Sohn fliegt nach Amerika. Wir bringen jetzt einen Flughafen. Ich werde wahnsinnig hier. Ja, ich auch. René,
Mann. Fahr jetzt mit Andrea Lukas zum Flughafen und dann komme ich zu dir und dann reden wir in aller Ruhe darüber, ja? Und so lange rührst du dich nicht vom Fleck. Ja? Okay, bis gleich. Komm, wir bringen dich zum Gate. Ja, hier deine bitte, Papa. Lukas, bitte. Schatz. Oh Mann, Schatz. Pass auf dich auf, hm? Ja? Ja. Ich ruf an, ja. Hast du alles? Ja. Hallo. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Sie sind der Letzte. Entschuldigung, am Stau. Und dann auch noch Übergepäck. Na ja, drücken wir mal beide Augen zu. Danke. Es tut mir leid, aber Sie können hier leider nicht stehen bleiben. Fahren Sie bitte Ihr Auto weg. Und unser Sohn ist gerade nach Amerika. Ja, aber das ist nur eine Zone zum Be- und Entladen. Hast du denn zuerst gemerkt, dass du Sandra... Oh Mann. Sind wir Freunde oder sind wir keine Freunde? Ich erzähl dir doch auch alles. Dass ich Schiss vor Hunden habe, dass ich fast wahnsinnig werde bei dem Gedanken, dass Lukas uns verlässt und... Nur für ein Jahr. Und? Du musst mir auch alles erzählen, was du auf dem Herzen hast. Dafür sind Freunde da. Und als dein Freund, finde ich, wenn du dich plötzlich in Sandra verknallt hast... Nicht plötzlich. Ich hab's die ganze Zeit irgendwie gespürt, aber einfach nicht realisiert. Weiß auch nicht warum. Wenn man sich eben so lange Zeit kennt, als ich sie dann plötzlich da auf diesem Bildschirm gesehen habe, in Neufundland, da hat's mich irgendwie wie der Blitz getroffen. Okay. Blitz. Ja, verstanden, sowas gibt's. Und du fliegst zu ihr. Ja, ich flieg zu ihr. Aber nicht morgen. Du fliegst, wenn die Sache mit Omari erledigt ist. Nicht morgen. Mit Andrea allein stemme ich das niemals. Und die Familie Omari hat es auch verdient. Morgen. Genau.
Ja. Da ist er. Hast du die Knarren gesehen? Solche Wummen. Nur die Ruhe. Du hast gut reden. Bin gespannt, wo die hinfahren. Ich hätte nach Neufundland fliegen sollen. Ziemlich einsame Gegend hier. Wie sollen wir hier an die Brieftasche rankommen? Wer weiß, vielleicht wollen die hier sogar jemanden exekutieren. Der Konsul geht schießen. Ganz harmlos am Schießstand. Da werden wir doch irgendwie an ihn rankommen. Andrea? Wir sind mit dem Konsul am Schießstand. Ja, wir probieren es jetzt. Wird schon schief gehen. Guten Morgen, Dr. Omari. Der Herr Konsul schickt mich, ich soll Sie zu ihm bringen. Er will Ihnen ein Angebot machen, ein großzügiges Angebot. Steigen Sie ein. Er soll mich anrufen. Frau Kerner? Omari hier. Können Sie vielleicht zu mir kommen? Ich brauche ganz dringend Ihre Hilfe. Was ist denn passiert? Mein Mann. Ich glaube, der Konsul hat ihn entführen lassen. Was? Ich komme. Zielscheibe schießen! Was haben Sie gesagt? Nehmen Sie den verdammten Ohrschutz ab! Ich kann Sie nicht verstehen! Ich habe einen Ohrschutz an! Das sehe ich! Sie Idiot! Hm.
Nicht! Keinen Sinn. Mehr rechts. Idiot! Idiot! Wir gehen. Entschuldigung! Es tut mir wirklich leid, ja. Ja. Vollidiot. Herr Konsul, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Dürfen Sie nicht. Meine Zeitung, wir wollen nur ein kleines Interview. Dürfen Sie nicht. Auf Wiedersehen. Okay. Hat mich angerufen. Sie glaubt, dass ihr Mann entführt worden ist. Was? Ja. Gott sei Dank bist du gekommen. Ja, ja. Omari wurde wahrscheinlich entführt. Sie hat mich angerufen. Lass uns zu ihr fahren. Hm? Ja, komm. Warum sind Sie ja nicht zur Polizei gegangen? Die Polizei. Die ermittelt gegen meinen Mann wegen Verleumdung und Unterschlagung. Die Staatsanwaltschaft hat uns abgewiesen. Wer glaubt mir denn? Mein Gott, warum habe ich ihm nur das Band gegeben? Ich werde mich sofort drum kümmern. Bleiben Sie ruhig. Und die Wohnung nicht verlassen, ja? Das war der Konsul. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und Mari hat ihn mit dem Band konfrontiert. Und was sagt die Polizei? Sie hat sich nicht hingetraut. Max, sie bringen ihn um. Nee, wir fahren gleich zum Konsul. Komm, fahr du zu Beuer und Schander und spiel denen das Band vor. Ja. Vielleicht kannst du sie überzeugen, dass sie wenigstens eine Fahndung einleiten. Mach ich. Komm. Dr. Omari? Mein Assistent ist Zeuge, dass Sie hier waren, um uns zu melden, dass das Amulett im Institut spurlos verschwunden ist. Da Sie es mir gegeben haben, werden Sie niemals beweisen können. Also? Also was? Haben Sie nicht gehört, der Konsul gibt es praktisch zu. Wer sagt, dass das keine Fälschung ist? Quatsch, das ist der Originalkonsul. Wieso sind Sie da so sicher? Wo haben Sie das überhaupt her?
Shanda, das stinkt doch zum Himmel. Breuer hat recht. Wer hat Ihnen das Band gegeben? Und wenn Sie so sicher sind, dass es wirklich der Konsul ist, haben Sie es selbst aufgenommen? Illegal abgehört? Illegale Lauschattacke auf einen Politiker. 6 Monate ohne Bewährung. Mindestens. Mein Gott. Chef, ich gebe es ungern zu, aber das stimmt, was sie sagt. So wie sich das hier anhört, hat der Konsul Umari nach Strich und Faden verarscht. Soll ich der Sache nachgehen? Aber mit Fingerspitzengefühl und Diplomatie. Das Auswärtige Amt kreuzigt mich bei lebendigem Leib, wenn wir die Sache nicht sehr, sehr diskret angehen. Breuer! Fingerspitzengefühl. Eminenz, kommen Sie. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gleich zum Punkt kommen. Es ist mir äußerst unangenehm. Es geht um Padre Ramirez. Was ist mit ihm? Wir möchten gerne das Fundstück vom Padre zurückkaufen. Wir zahlen das Doppelte. Das Dreifache, wenn es sein muss. Ich verstehe nicht. Ja, wir haben erfahren, wie soll ich das sagen? Dieser Omari, Ihr Landsmann. In seinem Institut wusste man offenbar von dem Fundstück und dass die Hieroglyphen identisch sind mit denen auf dem Amulett der Inkas. Es ist eine Geheimschrift. Omari stand kurz davor, sie zu entziffern und damit könnten wir ihn finden. Finden? Wen finden? Den verschollenen Schatz der Inkas. Sie verkaufen uns das Fundstück, Omari gibt uns die Informationen und ja. Die traurige Erklärung, warum du von einem Dach springst. Los, unterschreib. Warum sollte ich das unterschreiben? Ruf an. Sein Kollege. Er steht vor deinem Haus. Deine Frau, deine Kinder. Es tut mir leid. Machen Sie uns frischen Kaffee, ja? Mach ich. Ja, schon gut. Ja. Wo seid ihr? Kurz vorm Abflug. Sie können gerne gleich mithören. Nein, auf keinen Fall. Bring ihn sofort her. Wir brauchen ihn noch. Was? Aber ich verstehe nicht. Was ich dir sage. Hast du gehört? Natürlich, Exzellenz. Ab!
Der Kaffee kommt gleich. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich erwarte einen dringenden Anruf aus Rom. Was kann ich sagen? Sind Sie einverstanden? Ich habe Padre Ramirez Fundstück schon gestern in die Heimat geschickt. Oh. Es tut mir leid. Aber ich bin mir sicher, wir werden uns schon einig. Ich wusste, Sie sind ein guter Christ. Eminenz? Exzellenz. Danke. Was ist los hier? Das funktioniert nicht. Der Code wurde geändert. Wegen des Empfangs. Ich gebe Ihnen gleich eine neue. Super, der Wagen, der Laden. Ist echt beeindruckend. Herr Konsul? Herr Kommissar, ich habe jetzt eine wichtige Besprechung. Vor ein paar Stunden wurde Dr. Omari... Meine Sekretärin vereinbart gerne mit Ihnen einen Termin. Tut mir leid. Aber... Ich würde mal sagen, in spätestens 3 Minuten. Und wer bitteschön sagt dir, dass sie Omari ausgerechnet hierher bringen? René, wo ist das Amulett? Hä? Wo werden die ihn hinbringen, damit er blöde Schriftzeichen enträtselt? Da! Weißt du, was das heißt? Wir müssen Omari da rausholen. Wie stellst du dir das vor? Hast du die Überwachungskameras gesehen? Außerdem, wir wissen ja noch nicht mal, wo sie ihn hinbringen. Welchen Raum? Naja, da finden wir schon eine Lösung. Was mir viel größere Sorgen macht, die Codekarte nützt uns nichts mehr. Die haben den Code geändert. Was? Ja. Wie kommen wir jetzt an eine neue? Oh nein. Die Ärmel länger und überall weitermachen lassen. Und sagen Sie ihm, er braucht den Smoking für morgen Abend. Wer soll das so schnell schaffen? Monsieur Roland, der Maßschneider vom Opernplatz. Ich habe schon angerufen. Halt ihn auf. Gottes Willen, ich habe Sie nicht gesehen. Hallo, brauchen Sie einen Arzt? Mama! Ich bringe Sie zu dem Arzt. Papa! Steigen Sie ein, ich bringe Sie zu dem Arzt. Ach, Gottes Willen, das ist doch... Das ist mein Papa. Bringen Sie das mit der Geheimschrift fertig, sind Sie frei und reich. Versuchen Sie mich zu verarschen, dann wissen Sie, was passiert. Den Abschiedsbrief haben Sie schon unterschrieben. Ich gebe Ihnen 24 Stunden. Was für eine Geheimschrift. Welche Geheimschrift? Die hier.
Dieselbe wie auf Ihrem Amulett. Die, die Sie dabei sind zu entziffern. Ich weiß, dass Sie damit beschäftigt waren. Ich weiß, Sie sind kurz davor, die Koordinaten für den Inka-Schatz herauszufinden. Ich weiß alles. Würde es Sie motivieren, uns zu helfen, wenn ich Ihre Frau hierher bringen lasse? Ich tue alles. Ich tue alles. Lassen Sie meine Frau aus dem Spiel. Viel Erfolg, Dr. Omari. Hier, das ist für Sie. Den Rest können Sie behalten. Warten Sie! Moment, hallo! Hier! Mein Meter nochmal, was ist denn das hier? Wir haben ja schon drauf gewartet. Hier, stimmt so. Sagen Sie ihm, morgen ist Anprobe, es kommt jemand vorbei. Sagen Sie es ihm bitte selber. Ich bin Taxifahrer. Wiedersehen. Ja, Sie mich auch. Ja, wunderbar. Dankeschön. So, Anprobe ist morgen um 11. Und wer macht die jetzt? Na, dich hat er gesehen. Das hätten wir gut Sandra gebrauchen können. Ja. Oh ja. Und dich hat's aber echt erwischt. Und wie es dich erwischt hat, man braucht ja nur ihren Namen zu erwähnen. Ich warne dich. Max, lass ihn in Ruhe. Ja, ist ja gut, okay. Also, René, du bist Monsieur Roland. Mich hat er doch auch gesehen. Ja, aber du bist nicht 1,90. Und außerdem kann man dich besser zurechtmachen als mich. Okay, und wie finden wir Omari? Mit den Überwachungskameras im Konsulat. Die Überwachungskameras zeigen uns, wo sie Omari festhalten. Verstehe. Und das macht Andrea? Schafft die das? Wie, was macht Andrea? Andrea, ich hab's geschafft, ich bin drin! Weißt du denn so? Lukas, ich hab den Lukas hier auf dem Computer. Lukas? Ja. Oh, mein Schatz. Lukas, hallo. Papa? Ja, ich bin's. Hi. Ist ja verrückt. Junge, geht's dir gut? Ja, klar, alles super. Hier, siehst du, ist ja mit Video. Alles gut mit der Familie und so weiter? Ja, klar, alles super. Wie geht's dir? Ich komm mal, say hello to Germany, my father and mama, Germany. Ach. Hello, my name's Jennifer. Hello, and Diana. Nice to see you too. Hallo, ja, hi. Mama, wir haben jetzt eine Party hier, die wollen wir. Mach mal noch. Okay, tschüss, Lukas, tschüss. Ich weiß Anja, was da abgeht. Er hat sich gut eingelebt. Oh yeah. And all you gotta do is bring it to me, baby.
Bon anniversaire, mein Freund. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Für mich? Danke. Sag mal, Luc, hättest du Lust, heute Abend bei mir ein Glas Champagner zu trinken? Das ist sehr nett von dir, aber mit mir ist so spät nicht mehr viel anzufangen. Hm. Weißt du, ich lade dich zu einem feudalen Mittagessen ein, wann auch immer es dir passt. Danke. Überraschung für Andrea. Das hätte ich beinahe vergessen. Glück gehabt. Hi, na ihr Hübschen. Hier sind deine Klamotten. Was ist jetzt mit Chanda? Ich habe mit ihm telefoniert, er kommt zum Empfang. Habt ihr Lust, nach dem Job noch ein Glas Shampoos bei mir zu trinken? Was meinst du? Wird das nicht ein bisschen spät? Wieso? Gibt's einen besonderen Anlass? Nein, eigentlich nicht. Na, wie sehe ich aus, ihr Turteltäubchen? Perfekt. Danke. Während René die Anprobe macht, kümmerst du dich um die Überwachungskameras. Welche Anprobe? Ich denke, an dem Anzug wurde nichts geändert. Ja, darum geht's doch. Die. Komm, ich erklär's dir auf dem Weg. Hier. Was soll ich damit? Das ist deine Kamera. Okay. Hier, guck doch mal. Also los. Andrea, hörst du mich? So, dann wollen wir doch mal sehen, was wir mitgebracht haben. Sie sehen aus wie... Papalapap. So, darf ich mal bitten? Ja. Dann gehen wir mal schön mit den Ärmchen hinein. Wunderbar. Herr Konso, wenn ich Sie dann zum Spiegel bitten darf. Ja, wunderbar. Ja. Haben Sie wirklich was dran gemacht? Ob ich wirklich was dran gemacht habe, na, die sind mir vielleicht einer. Monsieur Roland, aber es passt hinten und vorne nicht. Nanu, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn da passiert? Da muss was gemacht werden. Lassen Sie mal sehen. Drehen Sie sich mal um. Dann machen wir mal das Knöpfchen hier auf, nicht wahr? So, und dann stecken wir das Ganze mal ab. So, einmal hier. So, und einmal... Da, nicht wahr? Oh! Entschuldigung. So, und das hält? Ja. Wie sehe ich aus? Wunderbar. Wenn Sie das mal so halten. Dasselbe wie neulich, Frau Dr. Kerner. Kein freier Termin. 101 und 102. 2 Zentimeter geben wir dazu. 2 Zentimeter dazu. Gut, dann warte ich wie neulich so lange, bis er mit mir redet. Ich kann unmöglich so zum Empfang. So, jetzt brauche ich nur noch ein Stück Papier. Kleinen Moment mal. Ich brauche jetzt meinen kleinen Zettel. Kleinen Zettel. Renata, habe ich zugenommen? Ist das ein Stress? 2 Zentimeter? Was machen Sie da? Was ich da mache? Ich werde jetzt das Sakko wieder mitnehmen und es zu Hause nochmal ändern. Heute an meinem Geburtstag. Am Geburtstag von René.
René! René? René Roland, ein Doppelname. So, da lang. Wunderbar. Wahnsinnig fertig. Irgendwann die Tage. Also, ich meine natürlich heute Abend. Over. Fuchs. Fuchs. Meine Herren, entschuldigen Sie bitte die Störung, aber der Herr Konsul hat mir erlaubt, ein paar Arbeitsfotos zu machen für meine Zeitung. Ist das möglich? Ja, das ist aber nett. Wenn Sie dann mal zu den Monitoren schauen würden, bitte. Und bitte so bleiben. Einen Moment. Wir haben es gleich. Ja, das ist super. Ich habe alles im Bild. Du kannst kommen. Ja, prima. Das war's schon. Einen schönen Tag noch. Wiedersehen. René, Andrea. Breuer und Lehmann stehen im Auto vom Konsulat. Ist er das? Nee. Ist er doch? Das sag ich ja. Na, bequem, mein Schatz? Komm, fahr los! Und, habt ihr alles mitgekriegt? Ich meine, was ich so gesagt habe. Perfekte Videoüberwachung. Überall Kameras. Fragt sich nur, hinter welcher Tür Omari steckt. Irgendwo müssen die ihn noch festhalten. Hier, der Adjutant. Jetzt ist er mit dem leeren Tablett rausgekommen. Vorhin ist er mit einem vollen rein. Spul mal zurück, Andrea. Der, zurück. Hm? Ja, wer passiert? Das ist gut. Siehst du? Das Foyer. Da die Tür neben den Toiletten. Hier, das ist Fundament, das muss im Keller sein irgendwo. Ja, und hier schon wieder. Das ist im Keller. Und jetzt siehst du, da geht er mit dem vollen Tablett rein. Jetzt, Andrea, schmuck mal vor. Du wirst sehen. Da, hier. Da kommt er mit dem leeren Tablett wieder raus. Ja und? Naja, wem bitteschön bringt der Adjutant im Keller was zu essen? Omari? Guck mal, die Kamera gegenüber. Was ist denn das? Ein Weinkeller haben die auch. Falls es euch interessiert, der Herr Außenminister rühmt sich, ein großer Weinkenner zu sein. Okay, ich rufe Frau Omari an. Nee, warte. Mach hier noch keine Hoffnung. Wir wissen, wo er ist, also holen wir ihn da raus. Ja, so einfach ist das nicht. Wir haben hier ein echtes Problem. Omari ist im Keller und der Safe mit dem Amulett ist im dritten Stock.
Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Wir müssen Omari holen, mit ihm durch den ganzen Kellerraum, dann die Treppe hoch zum Safe und dann wieder zurück. Und das Ganze unter den Augen der Überwachungskameras. Ja, und das Schlimmste ist, wir wissen ja nicht mal, wo die Technik für die Alarmanlage ist. Ja? Und wenn wir blind danach suchen und Alarm auslösen, dann ist wahrscheinlich alles dicht, die Außentür und das Tor. Wir kriegen Omari nicht aus der Gefahrenzone, Basta. Der Fuchs hat was vor, im Konsulat. Das könnte doch alles zu seinem Plan gehören. Diese hanebüchene Entführung. Seine Frau bringt uns dieses Tonband vorbei. Sie fragt ihn selber, woher sie es hat. Breuer! Chef, ich bitte Sie. Das eben vor dem Konsulat. Sie hätten es mit eigenen Augen sehen sollen. Warum kommt dann seine Frau zu uns und bittet uns um Hilfe? Ja, das ist hier die Frage. Kommen Sie mir nicht mit Shakespeare. Ja. Ja, natürlich. Ja, ich komme. Ist gerade vom Atelier hergeschickt worden mit Gruß von Monsieur Roland, wäre entsetzt über die Art, wie der Anzug abgesteckt war. Er hat es doch selbst gemacht, Idiot. Macht Omari Fortschritte? Sieht zumindest so aus. Und hinterher? Dann bleibt's bei Selbstmord? Was sonst? Wir pfeifen auf das Amulett. Omari ist wichtiger. Wir können zwar nicht beweisen, dass er die Wahrheit sagt, aber wir können es wenigstens versuchen. Moment. Warte mal. Es könnte klappen. Was? Der Außenminister. Sicher, dass er kommt? Der Empfang ist ihm zu Ehren. Ich verstehe nicht ganz. Und er kennt sich mit Wein aus? Ja. Glück? Hi. Luc, ich brauche eine Kiste vom besten Wein auf dem Markt. Chateau Petrus? Ja, okay, egal, was er kostet. Ja, 6 Flaschen. Ich hol's bei dir ab. Gut. Wir kriegen Omari nicht lebend aus dem Konsulat. Das ist sicher. Du hast gesagt, es könnte klappen. Außer der Konsul hilft uns dabei. Jetzt kann ich dir wirklich nicht mehr folgen. Ja. Es könnte klappen. Passt auf, der Plan ist folgender. Ja. Ah, Frau Dr. Kerner. Ja. Nein. Sind Sie ein Hellseher, Breuer? Sie hat einen Tipp bekommen. Der Fuchs auf dem Empfang des Konsuls will eilige Gäste um ihren Schmuck erleichtern. Die Frau verrät ihren eigenen Mann? Verdammt, Breuer, Kerner ist nicht der Fuchs. Wie kriege ich diesen Wahnsinn nur aus ihrem Kopf? Wo bleiben Sie denn? Krawatte, Breuer! Vorstellen, zweiter Bürgermeister der Stadt Frankfurt, Jürgen Zimmermann, unser Außenminister. Herr Schander, schön, dass Sie gekommen sind. Wir sehen uns, ja. Herr Minister, meine Herren. Ach ja, diese Omari-Angelegenheit. Tut mir leid, das anzusprechen, aber die Presse gibt keine Ruhe. Hat sich da irgendwas Neues ergeben? Nein, Dr. Omari ist untergetaucht. Ich denke, er wird versuchen, das Amulett loszuwerden. Über einen Heer. Eine unerfreuliche Angelegenheit. Dr. Omari war ein angesehener Bürger unseres Landes. Ach, Sie entschuldigen. Also. Ah, Herr Schander, Sie auch hier. Herr Bürgermeister. Darf ich? Herzlich willkommen, die Herrschaften.
Und Sie glauben also, dieser Fuchs wird es wagen, heute Abend hier aufzutauchen? Das ist er. Halten Sie die Augen auf. Messwein. Den habe ich immer schon mal gesehen. Sie erinnern sich? Nein, noch nicht. Na bitte. Tut mir leid. Pardon. Bitte gerne. Check mal, ob der unter den Leuten ist. Was ist das denn? Mitkommen! Meine Kameras. Wir müssen rausfinden, was da eben los war. Dr. Omari, Sie haben uns nie gesehen. Alles, was jetzt passieren wird, hat nie stattgefunden. Wenn Sie uns vertrauen, sind Sie in wenigen Minuten bei Ihrer Frau. Vertrauen Sie uns. Ich muss jetzt etwas malträtieren. Andrea? Ja, wir sind soweit. Für den Herrn Minister. Oh, ja. Danke sehr. Darf ich? Das gibt's doch nicht! Ab! Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen... Das ist ein 71er Chateau Petrus. In der Tat. Was kostet so eine Flasche 800 Euro? Der Empfang muss ja ein Vermögen gekostet haben. Um Gottes Willen, das könnten wir uns gar nicht leisten. Das ist ein Wein aus unserer Heimat. Ach, Entschuldigung. Andrea Kerner vom Frankfurter Abendblatt. Wir hatten miteinander telefoniert. Richtig, wegen Dr. Omari. Genau. Herr González, ich kenne unsere Weine. Das ist ein Chateau Petrus. Aus Ihrem Weinkeller? Ja, ich habe den ganzen Keller voll davon. Wirklich? Ja, glauben Sie mir. Der Weinkeller würde mich interessieren. Ja? Unbedingt. Ja. Dann kommen Sie. Das gibt's doch nicht. Halt auf, wenn wir dich machen!
Code. Bitte, Herr. Der Winzer hat schon meinen Vater beliefert. Glauben Sie mir, die Flasche kostet keine 20 Euro. Also, wenn das so ist, dann kaufe ich Ihnen den ganzen Bestand ab. Es wird eine große Ehre, Ihnen ein paar Kisten... Exzellenz! Ich muss Sie unbedingt... Nicht jetzt, Manuel. Nicht jetzt, Manuel. Aber es ist äußerst wichtig. Nicht jetzt, Manuel. Na? Um Gottes Willen. Herr Omari. Bitte nicht, Frau Kerner. Das ist mein Job. Was soll das? Schweigen Sie. Ist das Kokain? Sie? Das ist eine 45er Walter PPK. Lass die Waffe fallen. Es gibt keine 45er Walter PPK. Ave Maria! Feueralarm im Safezimmer! Feueralarm im Safezimmer! In den Tresorraum ist eingebrochen worden. Oben im dritten Stock. Herr Konsul? Herr Konsul, es handelt sich um einen landesweit gesuchten Dieb. Können wir... Nein, können Sie nicht. Das ist hier exterritoriales Gebiet. Kommissar Breuer und ich sind seit 2 Jahren an dem Fall dran. Bitte erlauben Sie der Polizei wenigstens die Spuren zu sichern. Muy bien. Gehen wir bitte. Danke. Du ruf deine Frau an. Es ist alles in Ordnung, meine Herrschaften. Alles in Ordnung. Die Priester. Das waren die Priester. Wovon redet er? Ist das nicht Ihr persönliches Sekretär? Ich habe damit nichts zu tun. Glauben Sie mir. Ist das das, was ich denke? Herr Minister? Das Amulett der Inkas. Wie kommt das in meinen Safe? Sie sind eine Schande für unser Land. Meine Herren, seine diplomatische Immunität ist hiermit aufgehoben. Was ist? Ich dachte, wir trinken noch zusammen einen Schluck. Altes Haus. Oh, schon gut. Du, ist nicht so, dass wir keine Lust hätten, aber... Klar, kein Problem. Was machst du für ein Gesicht? Wir können doch jederzeit eintrinken gehen. Muss es so unbedingt heute sein? Gute Nacht. Schönen Abend noch.
fast gedacht, ich hätte dich vergessen, hä? Hab ich aber nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und die Erfüllung all deiner Wünsche. Denn bestimmt haben Andrea und Max dir eine super Geburtstagsparty ausgerichtet und ich bin in Gedanken auch bei euch. Ach, und natürlich, warte mal. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday to you. Du darfst doch gar nicht da sein. Die Polizei fahndet doch nach dir. Das bist du mir wert. Sandra, ich... Ja? Happy birthday to you.